Hi, ich bin Paul, ich studiere Lackingenieurwesen im Master. Ich bin Suna und ich studiere Chemie und Biotechnologie hier an der Hochschule Niederrhein. Ja, und wir wollen euch heute mal unseren Fachbereich zeigen. Ja, wir sind hier in der technischen Chemie. Hier werden ja, Reaktionen vom Labormaßstab in den großtechnischen Maßstab überführt. Ja, das Coole am Chemiestudium hier ist halt auch, dass man nicht nur im Hörsaal sitzt, sondern auch das, was man im Hörsaal lernt, in den Praktika anwenden kann. Ja, mir zum Beispiel gefällt zum einen die Nähe zu den Professoren, zum anderen ist die Industrienähe echt cool, dass man halt auch seine Abschlussarbeit in der Industrie schreiben kann und das auch von den Professoren unterstützt wird. Scheiß gesagt. Bei uns in den Laboren ist das so, dass man die meistens in der Gruppenarbeit oder in einer größeren Gruppe absolviert. Das macht es erstens viel, viel lustiger und entspannter, damit das einfach nicht so ein abgehacktes Blockpraktikum ist, was man jetzt erledigen muss, sondern dass es halt einfach lustiger und harmonischer abläuft. Mit diesem Gerät messen wir gerade die Inhaltsstoffe eines Bieres. Wenn die Brauerei zum Beispiel feststellen möchte, wie lange sich ein Bier lagern lässt oder wie man den Geschmack optimieren kann, finden wir das heraus. Wir zeigen euch jetzt den letzten Schwerpunktbereich des Fachbereichs, nämlich die Biotechnologie. Eines der Produkte, was wir hier zum Beispiel herstellen, ist Biotenside zu produzieren. Ja, Biotenside kennt man beispielsweise aus Anwendungsbereichen wie zum Beispiel der Kosmetik. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick in unsere Schwerpunkte geben, in die technische Chemie, Lackingenieurwesen, die organische Chemie, die instrumentelle Analytik und die Biotechnologie. Und wenn wir euer Interesse geweckt haben und ihr mehr Informationen haben wollt, schaut doch einfach mal auf unserer Website vorbei.